Wie bereits angemerkt, ist der Behaviorismus dem positivistischen Ansatz zuzuordnen und hierbei wird versucht, das resultierende Verhalten in einen direkten Bezug zu einem Stimulus zu bringen. Und zu den wohl bekanntesten Modellen des Behaviorismus zählen die Zufallsmodelle und die Lernmodelle. Zufallsmodelle betrachten jedoch lediglich die grundlegenden Zusammenhänge, wohingegen die Lernmodelle die Erfahrung als zentrale Komponente aufweisen. Diese Modelle bzw. der Behaviorismus im Allgemeinen wird aber auch immer wieder gerne kritisiert. Der Grund hierfür ist, dass er sich lediglich eben mit dem Stimulus und der darauf folgenden Reaktion beschäftigt. Es wird jedoch nicht berücksichtigt, was im Inneren eines Individuums, also im Inneren eines Menschen passiert, beziehungsweise welche Abläufe dort stattfinden. Und aus diesem Grund wird auch hier in diesem Zusammenhang häufig von der sogenannten Blackbox gesprochen. Sehen wir uns hierzu zum besseren Verständnis noch ein kurzes Beispiel an. Stellen Sie sich vor, Sie spazieren durch eine Einkaufsstraße und sehen im Schaufenster die neue Handtasche der Marke XY, welche Sie auch spontan kaufen. In diesem Beispiel ist dann der Stimulus die neue Handtasche, welche Sie eben im Schaufenster sehen, und die Reaktion darauf ist dann der Kauf. An dieser Stelle ist jedoch noch nicht klar, warum Sie diese Handtasche gekauft haben. Es stellt sich hier dann in weiterer Folge natürlich noch die Frage, haben Sie die Handtasche gekauft, weil sie Ihnen zum Beispiel gut gefallen hat, oder haben Sie die Tasche gekauft, weil sie gerade in Aktion ist und Sie diese Tasche nie mehr wieder so günstig bekommen? Oder haben Sie die Tasche einfach nur gekauft, weil Ihre alte Handtasche mittlerweile so abgenützt ist, dass Sie dringend eine neue benötigen? Und nachdem diese Fragestellungen mit Hilfe dieses Behaviorismus bzw. mit diesen Modellen nicht geklärt werden können, werden diese Modelle eben immer wieder kritisiert.